the world's first professional superhero. This is not the Harley Davidson. Ein motorradlich und energiegeladenes Hallo, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zum Booster Bike Review. Der Motorbike Coaster von Hersteller Vekoma eröffnete am 27. Juli 2004 im Toverland. Das grüne Motorrad beschleunigt uns auf 75 km/h in knapp 3 Sekunden. Dagegen kann Booster seine Koffer packen. Thematisch gesehen passiert leider nicht viel, aber das ist scheißegal, denn allein diese schönen Schienen, die sind wahrlich genial. Doch mit einer Länge von 600 Metern einfach eine viel zu kurze Fahrt, das finde ich scheiße. Das Layout überzeugt, eine hufeisenförmige Kurve und ein paar Airtime-Hügel, geile Sache. Der Launch macht Spaß, aber ist nicht allzu intensiv. Definitiv für Familien geeignet. Aber die Bandidos oder die Hells Angels wären enttäuscht. This is not the Harley Davidson. Die Sitzposition ist das Schmankerl. Das macht Booster Bike aus. Fazit vom Billig Energy Drink Booster. Schwierig. Booster Bike ist wahrlich nicht die perfekte Thrill Junkie Achterbahn. Aber fürs Toverland einfach genial und der Seltenheitsgrad, der macht's aus. Eine schnelle Runde geht immer. Auch wenn danach Schmerzen meine Sperma produzierenden Dinger. Scheiße! Denn zu diesem Augenblick sind sie ganz dick, weil ich Bock hab auf einen. Mein Gott. Alles in allem ist Booster Bike kein Highlight, aber trotzdem ein Muss, wenn man schon mal im Zauberland ist. Harry Potter. Harry, bedauere nicht die Toten, bedauere die Lebenden. Mein persönliches Endergebnis 6,5 von 10 Kawasaki Ninjas. Das war's, meine Freunde, der energiegeladenen Motorräder. Und falls euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Bis die Tage, meine Freunde. Ciao. Yeah. Wuhu, Presse! Ich führe oft Selbstgespräche. Ich finde das außerordentlich hilfreich.